Hello! Es geht heute um Burger und wir werden von den besten Burger Places auf Volt die Top 5 heute bestellen. Ich habe schon vorsortiert auf Burger und werde jetzt sofort loshämmern, nachdem ihr ein Like da gelassen habt oder auf sturmwaffe.de unterwegs wart, um mal richtig schön ein Merch reinzukaufen. Den gibt's Merch, ne? Den gibt's leider nicht mehr. Ja, weißt du was noch? Diese Mütze auch, unter anderem. Wir fangen direkt an. Ich habe sortiert nach besten Bewertungen zu Ärzt. Ich kenne kaum was hiervon, muss ich sagen. Also ich habe da auch noch nie bestellt. Das erste Restaurant heißt Einbürgerung. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Wir gehen ganz kurz über die Menüs. Aber wir werden bei allen einen Cheeseburger bestellen. Keine Extras, sondern so wie die den Cheeseburger liefern, damit wir einen vergleichbaren Cheeseburger-Komplex haben. Dann werden wir warten und probieren, die warm zu halten. Auch wenn das qualitativ im Geschmack dann vielleicht ein bisschen abnimmt. Damit wir alle 5 hier haben. Und dann fangen wir an bei Platz Nummer 5 von der Bewertung, wer wollt, bis Platz Nummer 1 und snacken die uns rein und geben dann nochmal selber neue Bewertungen. Big Brain Moves hier. Hier ist ein Cheeseburger, kostet 8,90 € bei 9,0, dem besten Burger Place momentan bei Volt, der so bewertet ist. Hier kann man auswählen zwischen Größen 130, 180. Wir bleiben beim kleineren und hauen den einfach mit rein. Gucken wir mal, bin ich hier schon beim Mindestbestellwert, ist die Frage. Sülzburger ist der zweite, hat 8,8 in den Bewertungen. Hier gibt es auch einen Cheeseburger. Gucken wir mal, Cheddar drauf, kann ich ja gesagt, Gewürzgurken, rote Zwiebeln und die Haussoße. Hier kann man noch auswählen zwischen Beef, Chicken und Veggie Patty, aber auch nochmal extra Fleisch. Interessant. 8,90 € bei dem. Okay, wir schauen weiter. Als nächstes kommt das Hard Rock Café in Köln. Da weiß ich, also da bestelle ich ganz gerne, die haben nämlich eine übel geile Hot Sauce. Ich bestelle so viel von dieser Hot Sauce immer, mein Kühlschrank zu Hause ist voll damit, unfassbar. Die haben hier den Big Cheeseburger. Das hier ist runtergesetzt heute von 9 € auf 7,20 €, was krass ist, weil normalerweise ist das Hard Rock Café immer pervers teuer. Hier haben wir einen Rindfleischburger, das ist fix, mit 3 Scheiben geschmolzenem Cheddar-Käse, mit einem Salatblatt serviert, sonnengereiften Tomaten, auch wieder roten Zwiebeln, auf einem getoasteten Brötchen. Hier kann man noch das Brötchen auswählen, regulär oder glutenfrei. Und dann wieder allerlei Extras, Onion Rings und Sachen, die dazukommen. Mac and Cheese haben die auch, sehr lecker. Und wie gesagt, heute per se das günstigste. Und dann wird es ein bisschen merkwürdig. An Platz 4 kommt wieder die Hotdog-Schmiede. Die hatten wir schon ein paar Mal, hat aber nichts mit Burgern zu tun, deswegen werde ich das skippen, nur damit ihr Bescheid wisst. Als nächstes kommt das hier, Habibos. Das ist Platz Nummer 4 mit 8,6 Bewertungen. Hier gibt es auch Burger, Cheeseburger ist am Start. Die haben drauf Zwiebeln, Tomaten, Cheddar und die spezielle Soße von denen. Man kann auch nur Soßen und ein extra Patty dazugeben. Man sieht schon immer unterschiedliche Sachen. 57 der Preis, bis dato auch, wenn kein Rabatt gewesen wäre, der günstigste. Und jetzt brauchen wir nur noch einen, den wir am Start haben müssen. Hier gibt es noch eine Pizzeria, da steht zwar herzhafte Burger, aber es gibt keine. Pizza, Pizzabrötchen, Pasta-Klassiker, that's it. Also sowas verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, aber jeder kann sich mal verklicken. Und dann gibt es hier noch, was ist das, bei Mutzo. Die haben nur einen Hamburger. Was ist das überhaupt für ein Sortiment? Gar keine Bewertung, fällt für mich raus, weil wir wollen ja nach Bewertung gehen, korrekt? Korrekt. Nächste Bewertung wäre hier, Kebab Express. 8,4, habt ihr einen Cheeseburger? Tatsache, die haben einen Cheeseburger, der Kebab Express. Ganz komisch, ne? Ja. 8,50 € aber auch, das scheint so der normale Cheeseburgerpreis zu sein. 8,4 insgesamt mit der Bewertung, wir schauen mal kurz, was drauf ist. Auf diesem Cheeseburger ist drauf Salat, saure Gurken, rote Zwiebeln, Tomaten, Cheddar-Käse. Interessant, Zusätze sind nochmal extra Käse, Speck, ich denke mal, die meinen Bacon Strips, Patties extra noch oder nochmal Soßen. Bei den 5 werde ich jetzt mal bestellen. Jeweils ein Cheeseburger, vielleicht noch eine Pommes, damit ich auf den Mindestbestellwert kommt. Es geht aber nur um die Burger. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns gleich die 5 Stück mal an und testen selber los. Let's go. Piu. Kennen Sie das auch? Sie sind einfach zu dumm zum Schneiden und verletzen sich häufiger? Na, wer kann Ihnen denn in so einer Situation helfen? Und was machen Sie denn jetzt überhaupt? Eine einfache und schnelle Lösung bietet euch dann natürlich auf der Versicherungsseite Clark. Da habt ihr alles easy auf eurem Handy, wenn ihr denn dort das Maklermandat unterschreibt. Was ist das, fragt ihr euch? Das ist ganz einfach erklärt. Clark wird euer Versicherungsmakler, wenn ihr das Maklermandat unterschreibt. Das heißt, all eure Sachschäden, Fragen und sonstiges werden von professionell ausgebildeten Clark-Mitarbeitern beantwortet oder auch direkt in eurer App. Sag mal, wie viele Sitzmöglichkeiten haben wir eigentlich in dem Büro? Clark ist aber an keine Versicherungsgesellschaft gebunden. Das heißt, in einem Pool von über 160 Versicherern könnt ihr euch Versicherung aussuchen und Clark vergleicht das auch für euch. Dazu kommt natürlich, es ist eine App, wenn mal ein Vertrag ausläuft, kriegt ihr auch eine Notification aufs Handy. Das ist ganz praktisch. Falls ihr also vielleicht interessiert seid oder euch gerade eh umschaut, schaut doch gerne mal vorbei. Alles in der Beschreibung ist natürlich verlinkt. Und keine Sorge, falls ihr nicht zufrieden sein solltet, warum auch immer, könnt ihr jederzeit und kostenfrei auch wieder euer Maklermandat widerrufen. Und ansonsten ist es natürlich schon ganz praktisch, immer digital auf seinem Handy alles vor Ort mit dabei zu haben. Also schaut gerne vorbei und guckt in die Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video.
Alle Burger sind angekommen. Zeitmäßig, bewerte ich jetzt mal schon mal vorher, war alles pünktlich. Es gibt nur eine einzige Änderung. Platz Nummer 3 hat nicht die Bestellung angenommen und ist nicht erreichbar. Dementsprechend ist das jetzt nach wie vor der erste Platz gewesen. Das hier ist der zweite Platz. Platz Nummer 4 ist Nummer 3 geworden. Nummer 5 ist Nummer 4 geworden. Und wir haben noch einen Burger nachbestellt, der auch eine 8,6 hat, genau wie die Nummer 4. Das hier ist nämlich Freddy Schilling. Der kam nämlich direkt nach dem Dönerladen. Damit ihr Bescheid wisst. Wir fangen auch direkt bei Nummer 5 an. Verpackung Freddy Schilling finde ich immer übel geil, weil der Burger ist nicht eingedutscht und hält halt zusammen. Wir haben oben immer den kleinen Stecker und dann kann man hier so perfekt einmal so einen riesigen Burger sich raushauen. Die haben per se keinen Cheeseburger, deswegen habe ich Freddys Favorit genommen und der ist ähnlich wie diese ganzen Zutaten hier, das heißt schon vergleichbar. Plus ich habe noch eine Scheibe Käse draufgepackt. Schauen wir mal. Ich werde mir mal ein bisschen was davon abschneiden, damit wir das alles nachher noch teilen können. Eigentlich übel krank gehypt in Köln, muss man sagen. Hat mich jetzt gewundert, dass der so weit unten ist, ne? Weil das ist ja wirklich so auch in unserem Dunstkreis immer der Favorite Burger. Fleisch, schön medium. Wurde auch nicht gefragt, to be honest. Tomätchen drauf, Zwiebeln drauf, Soße drauf. Ich würde mal reinprobieren jetzt. Super gewürztes Patty, super gewürzter Burger, geile Soßen und so viel, dass du danach duschen musst, was ja eigentlich immer ein gutes Kriterium ist für einen guten Burger. Sehr lecker, Verpackung geil, wir bleiben dabei. Ich werde final nochmal neu sortieren. Okay. Gucken wir mal Nummer 4. Da musste ich, um auf den Mindestbestellwert zu kommen, was dazu bestellen und habe einfach nochmal so einen Dürren da reinlegen lassen. Das kam jetzt tatsächlich auch zusammen. Hier in Alufolie bin ich kein Fan von, weil hier aus diesen Pappdingern sieht man schon, hier ist überall Wasser drin. Das heißt, der Burger wird so sapsig. Sapsig. Dann haben wir noch Alu drum. Das macht im Prinzip genau das gleiche nochmal. Jetzt gucken wir uns erstmal, Alter, das Gerätchen hier an. Uff, was bist du denn bitte? Guckt euch das mal an. War mal übel kross, sieht man hier auch. Übel geil eigentlich. Und dann durch Alu und diese Plastikgeschichte wird es halt echt, ja, bisschen, ist nass halt, ne? Fleisch ein bisschen mehr durch. Tomätchen haben wir auch drauf, auch so eine, ja, Burgersoße, oben Gürkchen. Käse auch am Start, ist ja ein Cheeseburger. Würde ich sagen, probieren wir alles mal, ne? Man sieht aber schon, vom Bun her fühlt sich nicht mehr so geil an, leider. Mh, okay. Die Soße haut's hier raus, die ist übel lecker. Also ich glaube, das vor Ort ist ein Killer-Burger. Wenn du den richtig frisch kriegst mit so einem knackigen, frisch getoasteten Brötchen noch hier so unten. Boah, die Soße ist crazy. Die ist tatsächlich ein bisschen wie so eine Big Mac-Soße, nur viel frischer und noch ein bisschen mehr Essig-Kick. Feier ich übel krank gerade. Das ist halt so, Freddy Schilling ist gut, aber das ist so was anderes mal, das feier ich. Wir gehen weiter. Mhm. Auch krass, oder? Schreibt mal in die Kommentare, jedes Ding hier ist anders eingepackt. Also wir haben wirklich die größte Ähnlichkeit zwischen den beiden, aber da ist auch nochmal sogar ein Größenunterschied und auch ein Pappdickunterschied. Dann haben wir hier Tüten, dann haben wir Alu und Plastikbox, dann haben wir hier dieses Konstrukt. Wahnsinn einfach nur. So, hier auch nochmal so eine Alu-Geschichte. Sehr ähnlich. Du siehst sexy aus, ja. Aber auch leider bisschen nass. Boah, ist das Brötchen fluffig. Das sieht aus wie selbstgemacht. Guck mal, das ist ja voll crazy. Aber auch wieder durch, ne? Ist nicht so medium. Mhm. Da, ansonsten sehr pur, ne? Es ist wirklich Fleisch, Burger, Brötchen. That's it. Ist hier eine Soße? Nee, ist absolut trocken. Was? Nix. Tatsächlich gar nichts drauf. Nee, ist nur der Käse. Und jetzt dadurch, dass es natürlich geliefert worden ist. Ja, das ist sehr trocken, ne? Brötchen ist irgendwie geil. Ist auch so leicht süßlich. Ich finde das eigentlich übel geil, das Brötchen. Das ist, glaube ich, kein guter Lieferburger. Obwohl die, wie gesagt, alle on time waren. Das finde ich jetzt leider echt schade, weil das Aussehen und der Fluff vom Brötchen ist echt geil. Ich glaube, der schmeckt richtig, richtig, richtig krank, wenn er gerade frisch ist. Sehr unspektakulär. Preislich alle auf einem ähnlichen Niveau gewesen. Muss man sagen, wie viel Extras man noch bei den anderen dazu kriegt an Soßen und sowas. Ich habe ja nichts geändert. Ich habe einfach nur das angeklickt und bestellt. Das ist dann schon krass, finde ich. Numero dos. Jetzt kommen wir schon ins Gefilde, wo es richtig krank werden würde. Ich habe diese beiden Burger hier noch nie in Köln gegessen. Guck mal hier, nicht mal eingepackt. Okay, das heißt, den hat es auf jeden Fall jetzt auch schon in der gleichen Zeitspanne wie die. Bisschen natürlich kühler gemacht, aber immer noch lauwarm zumindest. Übel groß, ne? Das sieht aber auch so ein bisschen aus wie so ein Standard-Burger. Ich meine das gar nicht böse. Ui. Boah, sehr dünn. Klassisch ein Gürkchen, ein Tomätchen hier unten. Oben zwei Scheiben Käse. Ich fühle mich ein bisschen wie das Big Mac. Der Big Mac war nicht ganz richtig. Schauen wir mal. Also fluffiges Brötchen. Ich bin gespannt. Sehr, sehr leckere Soße wieder. Käse ist auch noch. Das ist so eine Käsesoße, die da noch mit drauf ist, was geil ist. Das ist wirklich eine geile Idee. Das Fleisch, aber man sieht das so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die gesmashed haben, aber du siehst ja, wie fest das gepresst ist. Ultra fest so, ne?
Das ist schon qualitativ, fleischmäßig waren die alle bis dato geiler, also auch fluffiger als das. Ich weiß nicht genau, wie das dann passiert, aber man sieht das hier, weißt du, weil das so voll durchgängig ist. Weiß ich jetzt nicht. Soßen aber ansonsten lecker, ist auch einiges drauf. Okay, okay, okay. Aber naja. Die mir noch unbekannte Nummer 1 steht bei uns direkt vor der Tür. Was ist das? Es ist eine Papiertüte und da drin ist nochmal im Papier das eingewickelt. Ich verstehe hier wirklich gar nichts mehr, aber... duftet schon mal crazy und boah, Alter. Das ist ein Gerät, Alter. Das ist fies. Das sieht geil aus, weil es halt so voll Chaos ist. Mhm. Also es ist sowas so am Tisch essen, auf gar keinen Fall unterwegs, weil dann das ist wie so ein Döner, der zu voll gepackt ist. Da fällt alles runter. Soße und Co. Also ich bin gespannt. Ich mag das ja so sehr soßig. Konnte auch ein bisschen atmen in dem Papier, weißt du? So ist er jetzt halt nicht komplett nass, sondern nur soßig. Let's see. Boah, die Soße hat hier schon echt den Dienst geleistet an der Seite. Boah, okay, krass. Okay, krass, ich muss nochmal. Okay, wow. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich es jemals sage, aber diese Salatdressing-Mayo-Soße, in die dieser Salat so eingelegt wurde, die ist ja übel krank lecker. Mir würde da so ein bisschen, und das sage ich jetzt aus deiner Sicht, auch ein bisschen Ketchup fehlen. Mir fehlt da ein bisschen Süße, weil nur Mayo fühlt sich immer so an, als müsste so ein Liter Wasser gegen trinken nach so einem halben Burger. So also ein bisschen Süße hätte das Ganze noch vertragen, aber ansonsten wirklich crazy lecker. Auch interessant. Heftig, obwohl ähnliche Zutaten drauf sind, wie komplett anders diese Dinger waren, ne? Krass, dass wir hier so eine Auswahl haben. Ich würde sagen, ich sortiere jetzt mal neu und dann erkläre ich euch warum. Ich habe neu sortiert. Die ursprünglichen Zahlen sind noch dran und jetzt gehen wir mal ganz kurz durch. Meine neue Nummer 5 ist leider der Burger, der sehr gut aussah, aber halt einfach zu wenig drauf hatte und für diese Preisklasse einfach nur Fleisch, Käse, Brötchen, selbst wenn das Optimum ist, kann man machen, safe, muss man aber vor Ort essen für die Lieferung. War es heute nicht mein Favorite, würde ich den 5. Platz geben. Die Nummer 2 hatten wir gerade, ultra weirdes Fleisch-Patty, ist sehr zusammengedrückt, gar keine Luft mehr, gar keine Flüssigkeit auch mehr drin. Hat mir nicht so gefallen, waren aber noch viele Extras, Soßen und sonst irgendwas drauf, ist auch ein großes Ding. Deswegen wird das jetzt hier meine neue Numero 4, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kebab-Burger hat mich total überrascht. Super leckere Soße, erinnert mich sehr an die Big Mac-Soße. Durchweg ein grundsolides Ding. Auch geil, dass man sich da noch irgendwie so einen Adana-Spieß noch mit reinschieben kann. Finde ich irgendwie cool von der Kombo. Hat mich übel überrascht, würde ich viel besser bewerten als das Gerät. Und jetzt bleibt nur noch für Freddy Schilling meine Nummer 2. Und das Ding hier hat mich ja vollkommen Einbürgerung heißen die. Voll die crazy Methode, das zu liefern, werde ich, glaube ich, mal vor Ort auch essen gehen, um einfach mal so einen frischen Burger mit da reinzuziehen. Finde ich super interessant. Cooles Konzept irgendwie so, wie es angekommen ist und hat geschmacklich auch wirklich genau wie Freddy Schilling überzeugt. Also, Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5. Das ist meine Bewertung dazu. Habt ihr denn vom Look her vielleicht eine andere Meinung als ich? Lasst mich das gerne mal wissen in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls wir nochmal sowas machen sollten mit Pizza oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin haut rein, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ciao, ciao. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.